So, herzlich willkommen zurück zur Joint Daughter Masters im Fight zwischen Alliance und Album Sheet. 1-1 steht es. Das Schwergewicht Alliance hat eine Schlappe hinnehmen müssen, nachdem sie tatsächlich nur mit 4 Linkins halt eine zu wenig hatten. Ja, stimmt, Moment. Ich hatte am Anfang eigentlich am Ende geguckt, ob Pack eine Aegis hatte, eine Linkins hatte. Und zumindest hier Draculich meint, dass Pack auch eine Linkins hatte. Von daher war das tatsächlich eine Aegis zu wenig, eine Linkins zu wenig, die ich gezählt hatte. Es waren wirklich nur, also Ackie halt, dass er nur 4 Linkins hatte. Aber es sieht so aus, als ob Also, ja, sieht so aus, als ob Ackie. Aki rausgeflogen ist. Naja, Pause machen und dann warten. Ja. Tja, Alliance hatten es eben probiert, hatten ein bisschen greedy gegangen. Hatten halt, Tobi. Please, Tobi. Alliance hatten das Problem, dass sie, glaube ich, greedy waren und halt nicht Tiny Wisp gespielt hatten. Und ich Da gebe weiß ich nicht dir genau, recht. warum sie es hatten, aber. Ich glaube trotzdem, da ist. Also ich glaube, dass Tiny Wisp besser gewesen wäre und dass sie da mehr mit hätte machen können. Hätten auch, glaube ich, die Lanes gar nicht anders machen müssen. Und im Late Game, also Tiny Danny Ja. hätte halt im Mid Game, als sie gepusht haben, den auch einfach T-Rex weggerissen. Ja. Gut, vielleicht, aber die Le ja gut, die Lane, weiß ich nicht, ob sie gut gewonnen hatten, eigentlich aber schon, ne? Der Burst von Tiny. Hätten halt den Juggernaut nicht so einfach killen können. Aber der Rest. Das First Blood wäre nicht so passiert, aber. Sie hätten Supports irgendwie bestimmt bekommen, irgendwie. Oder sie hätten halt Standard Offlane gespielt. In der Mitte war halt Pack. Ich fand, dass Nykva nicht so wirklich einen Impact hatte. Der Pack hatte definitiv zu wenig Impact für das, was Alliance gebraucht hätte. Und dann war es halt irgendwie, hätten sie halt auch Tiny Wisp in der Mitte spielen können. Pyke halt mit der Doozer oben auf der Safe Lane und irgendwas Normales, was irgendwie auf die Offlane geht und halt. Keine Ahnung. Na, Centaur vielleicht nicht, aber halt entweder einen eigenen Magnus, wobei der auch first gepickt wurde von Album Sheet. Oder irgendwas halt auf der Offlane sonst. Also der Pack hat auch irgendwie nicht ins Spielkonzept von Alliance reingepasst. Das war irgendwie sehr, sehr komisch. Das war halt irgendwie, sie haben sehr viel irgendwie auf Doozer und Bristleback gebaut. Aber so richtig Teamfight gab es halt irgendwie nie. Und der Pack war halt irgendwie so richtig Initiation haben sie auch nie gemacht. Und richtig gefühlt war der Pack einfach nicht da. Ja, das ist halt so das große Problem. Pack war irgendwie nicht da. Und ja, er war halt schon okay, weil er ist halt mit Bristleback rumgegangen und konnte dann halt einen stunnen. Oder halt eine Dreamcoil machen, so. AoE-Stun. Weiß ich nicht. Könnte halt vielleicht auch einen Titan da auf der Offlane gemacht hätten. Und der wäre halt im Late Game wesentlich effektiver gewesen. Das wäre halt so. Aber das weiß man doch halt erst im Nachhinein. Ich glaube, Alliance hatten gehofft, dass sie halt einfach mit Loda stompen und gut ist. Aber ist halt nicht passiert. Von daher haben alle Album Sheet halt genau das gut durchgespielt, haben ihr Lineup gehabt und hat halt wunderbar gemacht. Hat halt wunderbar gepasst. Ja, sieht auch so aus, als ob Arkane mehr Probleme hätte als gedacht. Gab's ja nicht morgen, wir haben auch ein paar Probleme von wegen Internet down in Schweden und dann bup. Ich glaube, da kann ich mich an irgendwas erinnern, wo das schon mal gewesen war. Tja, ja, dann Effigies gucken. Effigies gucken. Effigies gucken. Fangen wir doch mal an. Oh, du kannst nicht auf die Minimap klicken, ich muss hochfahren, na gut. Noch gar keine Effigies gespawnt. Ja, ich glaube, die Heroes haben halt noch nicht so wirklich geladen. Die Map ist halt noch gleich. Tja, so viel zu Effigies gucken ist nicht. Jo, schade. Und jetzt? Jetzt. Jetzt versucht meine Kamera, deine Kamera auf der Minimap zu treffen. Okay, das Deine ist Kamera super ist viel größer professionell. als meine. Ah, ich habe voll Angst vor dir. Nein, deine Kamera ist genauso groß wie meine. Nee, Deine guck ist mal. halt. Meine ist kleiner. Ich
kann ja meine Größe machen, so. Ha, jetzt sind wir beide rausgezoomt. Ja, die Blau ist ja viel besser. Ne? Ja, wir können was zeichnen, aber das Problem mit dem Leck hier, dass es immer so scheiße aussieht. Ist es bei dir eigentlich auch, dass es halt mit Leck nachinterpoliert wird und dann sieht es hässlich aus? Nö, ja, eigentlich nicht. Eigentlich sind das ganz normale Striche bei dir? Okay. Wenn du bei dir selber zeichnest, wie sieht das da aus? Ist es dann auch so mit Linien Doppelstriche. Verbunden? Ja, okay. Gut, dann ist es ein Client-Issue. Na gut. Client-Feature. Ja, das hilft mir halt nicht, weil wenn ich zeichne, ist es im Stream halt trotzdem kaputt. ja. Es würde helfen, wenn wir uns noch einen Bot programmieren, der halt das Ding aufnimmt, halt die Idee von Tim. Ja. Und dann halt irgendwie als Spectator noch so. Es kommt auch aus dem cool, wenn dann so ein Game reingehst und dann hast du so ein Camera-Bot joined the game. Easy. Ah ja, genau. Also. Ja, wäre eventuell eine Idee. Keine Ahnung. Es kommt halt hauptsächlich drauf an, wie das mit Internet daheim ist. Jetzt hier geht's. Mit 2 Mbit zu streamen ist halt okay. Mit 3 Mbit zu streamen sollte und 4 halt auch noch. Wenn es halt irgendwann mal höher kommt, 5 Mbit irgendwo hin streamen und es dann nicht mehr geht, dann muss man sich Gedanken machen über so einen Bot. Und ja, keine Ahnung. Es wird doch schwierig. Es hat so viel GUI-Stuff und so viel, keine Ahnung, was halt nicht irgendwie Prozesstechnik halt einfach zu debuggen ist, ne? Es ist halt viel, wo du halt irgendwie das Auge drauf haben musst, Watchdog irgendwie dann da drin haben. Kontrolle und das Aufsetzen, glaube ich, ist gar nicht das Problem, aber das halt am Leben zu halten. Ja, okay. Software maintain. Ja. Ja, aber halt nicht nur eine, sondern du hast halt irgendwie mehrere Dinge, die Dinge gegeneinander machen. Na gut. Draft. Nie habe ich mich so sehr auf den Draft gefreut. Wir sehen Albumsheet, die einen First-Bun haben. Wow. Ein X-Bun. Okay, ein Chen-Bun. Dann Alliance, die einen X-Bun. Dann Albumsheet, die einen Wisp-Bannen. Und Alliance, die einen Troll-Bun. Oder einen Juggernaut. Mich bin ich ganz sicher, aber ich glaube, sie bannen Troll. Troll oder, ja, Troll oder Juggernaut. Elks. Ja, könnten ja vielleicht auch Tiny bannen, einfach weil letztes Spiel war halt Wisp nicht so viel. Nicht so wirklich was. Hm. Mal schauen. Doch, der Wisp war eigentlich schon gut. Ja, ja, schon klar, aber also sie haben halt gewonnen gegen das Lineup so. Das stimmt. Und halt, weil Tiny nicht dabei war. Von da hinten sie vielleicht jetzt sagen, okay, ihr kriegt ja den Wisp, solange ihr halt kein Tiny dabei habt. Aber nein, Troll tatsächlich. Von daher. Ja, ich glaube, sie wollen kein Pycat-Troll mehr haben. Ja. Ja, von daher würde ich sagen, Juggernaut ist gebannt. Und entweder kriegt das Album-Sheet den Wisp oder Alliance. Oder Juggernaut bot, ne? Und Alliance pickt Tiny Wisp. Ja. Oder, ja. Kann euch das eigentlich, kann auch gut vorstellen, dass Albumsheet jetzt ja einfach mal den Wisp-Band und Magnus Respect-Band. Ja, der Inquisitor kann sich darüber freuen. Ein Respect-Band bekommst von Loda ist auch schon was. Tja, doch, es ist der Juggernaut. Mal schauen, ob wir Tiny Wisp sehen werden. Oder dieses ja, Mal. Was anderes picken. Ob sie jetzt gesehen haben, okay, das war halt wirklich der Bristleback, der nicht funktioniert hatte, oder es war halt irgendwie die Strategie. Kann natürlich sein. Ich glaube, halt, insgesamt haben wir eigentlich nur die Failed mit Pushes, das. Ja, ja. Aber das lag halt, also sie konnten nicht Hangout gehen. Also, ja. Klar. Der Punkt ist halt, Albumsheet haben halt ihr Lineup gut gespielt. Sie haben halt ein AP rausgetroffen und das hat natürlich den Unterschied gemacht. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass sie halt keine 4-Mann-AP oder keine 4-Heroes-AP treffen und dann halt so das Spiel gewinnen, ist natürlich klar. Weil wenn du halt einen Enigma pickst und der Enigma trifft halt immer nur ein Hole auf einer oder zwei Leute, dann gewinnt das gegnerische Team, weil du es halt nicht getroffen hast. Aber alles in allem, glaube ich, halt hatten Alliance mit dem Ding halt nicht wirklich die Chance, reingekommen zu gehen. Einfach weil Magnus ist halt da.
Und sie hatten halt die Kombos. Oder sie hätten halt noch ein bisschen warten müssen, bis sie halt wirklich so fett voraus waren. Aber das sah halt schon so aus, als ob es langsam nicht mehr so weit vorauskäme. Aber nichtsdestotrotz, Vengeful Spirit. Und daher vielleicht kein Tiny Wisp hier. Schon wieder nicht. Sehr schade eigentlich. Ja. Ich sehe die Kombo sehr gerne. Das ist so eine sehr starke Kombo, aber... Ah, vielleicht spielt er jetzt Draw Visage. Oh, schade doch nicht. Nee. Ah, da kommt nämlich der Wisp für Album Sheet. Ja, ich hätte mir schon gedacht, eventuell kann es halt... Moment, was hätte ich gedacht? Nee. Ich hab's wieder vergessen, verdammt. Ja, also eventuell meine ich, stimmt, dass das Problem bei Tiny Wisp ist gegen Juggernaut, dass du halt die Spins hast. Und wenn du halt auf Juggernaut relocatest, dann kriegst du ihn nicht tot. Ohne Support. Und ja, Tiny Wisp ist halt schwierig in einem Lineup, wo du halt gewisse Dinge nicht ganken kannst. Weil das ist ja genau das, was du willst. Du willst halt irgendwie einen mobilen Helden haben, der initiated und dann kommt der Relocate. Ich glaube, bei Tiny Wisp ist das gar nicht so wichtig. Ja gut, du hast einen Damage raus. Tiny auf jeden Fall irgendwie müssen controllen. Ist einfach, Tiny muss fett werden und dann kannst du mit dem eigentlich alles tun. Du kannst Teamfights mit ihm machen, du kannst mit ihm Split pushen, du kannst alles mit ihm machen und solange der Wisp halt da ist, stirbt Tiny nicht. Zumindest, wenn es optimal läuft. Ja. Aber halt optimalerweise willst du halt Helden haben, die du einfach ganken kannst, ja. Das ist halt das Problem bei Alliance. Jeder weiß halt irgendwie, Wisp ist halt Core. Deshalb ist es halt schwierig für Alliance beim dritten und vierten Pick das halt auszupacken. Ich glaube, es war tatsächlich im zweiten Game zwischen Alliance und Four Anchors und Sea Captains, dass sie halt tatsächlich im dritten und vierten noch Tiny Wisp auspacken konnten. Sie hatten es im ersten Game gar nicht angefasst und im zweiten Game hat dann dritte, vierte Pick halt Tiny Wisp gepickt. Und dann konnten sie halt soweit halt vorausdenken, dass es halt gepasst hatte, dass sie nicht vorher schon gecounterpickt wurden. Ja. Und jetzt ist halt so, okay, ja, Alliance packt Tiny Wisp aus, das haben wir in allen Spielen gesehen. Also picken wir halt schon so, dass sie es nicht tun können. Und jetzt müssen wir halt was anderes picken. Ja klar, da muss aber auch ein Team einfach flexibel genug sein und genug Pocket-Strats haben. Dass ja, das auch ohne funktioniert. Das ist sehr interessant. Mensch, Void Skyrath Mage ist gute Sache. Interessant finde ich nur, dass sie nicht Tiny gebannt haben. Weil auch gegen Void ist Tiny recht gut. Mit dem Craggy. Und du bist in der Krone und kommst dann einfach nicht ran, weil es die ganze Zeit gestunt. Ja. Könnte ich auch gut sein, ja. Ansonsten, was haben wir noch so? Stormbuns, mal wieder. Ja, Offlane und Carry kommt jetzt noch. Oder, also Offlane und Mitte kommt jetzt noch. Lionize me. Scarlet Mage mit der Chrono ganz gut. Mystic Flare, Chrono, Combo. Auch so vom Silence gegen Juggernaut ziemlich geil. Weil er halt so schnell ist. Und er halt nicht vorher slashen kann. Und er wird Juggernaut wahrscheinlich einen BKB brauchen. Ist er denn, der wird wirklich mit Silence ankommen. Tja. Aber Lion halt auch ziemlich gut gegen das Lineup von Alliance. Weil sehr squishy. Und wenn er halt den Finger nicht backtrackt, was wir im ersten Game halt gesehen haben. So war halt das exakt umgedrehte Lineup. Ja, nicht exakt natürlich, aber. Ich sag ja auch exakt nur, um Dinge zu übertreiben. Dann, ja. Wird's schon schwierig. Wenn die Gangs laufen. Ja. Jupp. Ja, ich bin auch mal gespannt, was jetzt von Alliance noch kommt. Range Carry wahrscheinlich. Wäre cool, wenn sie eine Draw auspacken, aber ich glaube ja nicht. Noch eine Draw und eine Visage. Ja, klar, easy. Carry das Visage oder Skyrath Mage bitte. Aber das wird nicht passieren. Ja, ist halt kein Eternal Envy irgendwie drin, der einfach nur Draw spielt, weil es Draw ist. Aber Draw und Venge Aura zusammen sind halt schon echt böse. Draw und Venge ist halt schon ziemlich cool. Und es ist halt so viel Damage. Und dann könnten sie halt einfach noch Titan dazu picken. Sie könnten halt Titan Draw spielen. Und irgendwie haben sie eine Ravage.
Dann haben sie eine Chrono, die dann trifft, und dann haben wir den Draw, der außerhalb steht. Und ich glaube, mit einer Chrono, mit einem Swap und mit einer Ravage kannst du so weit klarkommen, dass du halt die Draw irgendwo so positioniert bekommst, dass halt niemand rankommt. Ja. Aber es ist super greedy. Schauen, wie jemand disconnected ist, oder? Ja, oder ein Sniper. Aber es ist Lycan. Lycan, sehr gut. Gefällt mir. Keine Ahnung, wenig Push. Bin ich nicht so begeistert von. Hätte im ersten Game besser gepasst, wo er halt gebannt wurde. Wo die Picks und Buns halt wirklich genauso sind, wie ich erwartet hatte. Aber okay. Ich ist ein Brewmaster in den Brewmaster Konter rein. In den Scareth Mage, naja. Das ist ein starker Held, aber gegen Scareth Mage ist halt schwierig. Das Ulti irgendwie rauszubekommen. Ja, je nachdem. Ja, klar. Wenn du jemand anderen gangst, das Scareth Mage, dann geht das. Aber im Teamfight. Muss man halt immer sehr früh das Ultimate machen. Möchte man vielleicht nicht immer, aber. Ja, aber das ist halt wieder so ein Game, wo du BKB brauchst. Ja. Gegen Venge und Silence. Lycan ist hier aber tatsächlich der bessere, ein guter Held. Du hast einen Juggernaut, der. Ja, den du mit Physical Damage down bekommst. Kann halt, auch. Ja. Kann niemand so richtig was gegen den Lycan bis jetzt machen, bis auf der Line. Das ist halt. Niemand kontrolliert den Lycan und im Zweifel machen die halt 4-Man, 1-Man und Lycan macht halt den Split-Push. Ja, sie haben auch. Ja, gut, sie haben eigentlich nichts gegen Lycan Split-Push. Ja. Weil, wenn Relocate drin kommt, Lycan läuft halt weg, bevor der Relocate da ist. Sie haben halt nichts, um ihn im Platz zu halten, außer vielleicht einen Lion, der reinjumpt und er kann halt einen Earthback machen, der ist irgendwie 2 Sekunden lang. 2,5 Sekunden lang. Und danach ist halt nur noch der Hex und im Hex kann er halt auch weglaufen. Mit Maximum und, Movement Speed. Ja. Und BKB ist halt auch noch drin. Tja. Außerdem ist halt auch ein Brewmaster. Guter Damage hat er vorhanden, um Fire Pandas zu killen. Und so Dinge. Und wieder der Pack von Alliance. Na gut. Nicht begeistert im ersten Game, aber vielleicht ist das zweite ja. Und das ist ein Offlane Void. Nicht sicher, wie ich das darüber fühle, aber. Ja, gut. Scareth Mage Venge könnte noch aggressive gehen. Like in die Solo Lane geben gegen den Offlaner, der jetzt gepickt wird. Der Offlane, der jetzt gepickt wird, könnte alles Mögliche sein. Das Problem ist, wenn es halt jemand sein wird, der gegen Lycan gut ist. Weißt du, das ist ein Tidehunter, der jetzt zu 90-95% gepickt wird. Was würdest du sagen, Tidehunter-Prozentwahrscheinlichkeit? Ja, noch relativ hoch. Also, ja. Dass er noch drin ist. So. Ja. Also, ich glaube, für Lines hätte ich auch noch wieder einen Tidehunter gehabt. Tidehunter, Offlane, Void Carry, Lycan Mitte. Like in Mitte gegen Brewmaster, ist halt alles möglich. Tiny doch. Tiny. Tiny Wisp. Na gut. Also Offlane Brewmaster? Ja. Tiny Wisp. Na, Inquisitors Mitte. Mitte. Inquisitors Mitte. Aber nee, Quatsch, ihr könnt ja auch andere Helden picken bestimmt. Nein, ich hab das Draft Overlay vergessen. Ja. Ja, Loader Lycan. Interessantes Lineup. Diesmal spielt Pycat den Pack. Ja, Mitte wahrscheinlich dann, ne? Naja, ja. Nee. Nikva spielt Faceless Void. Naja, vielleicht switchen wir ein bisschen rum. Pike hat mir gesagt, Gief, Puck, Mieb viel besser als du. Ah, dadurch, dass er Schwede ist und nicht Russe. Nein. Ich war in einem Russenmodus für Gief, Mana, Kottel und so. Tja. Aber jetzt können wir FFGs gucken. Ja, FFGs gucken. Aber ich glaube, Alliance FFGs sind sowohl für uns als auch für die Viewer relativ langweilig, weil Alliance FFGs, glaube ich, ändern sich nicht so oft. Whee! Schöne FFG von Nikva hier. Ja, gut, aber. Am besten, genau. Fällt mir auch sehr. Das ist einfach der Standard-Kotte. Ja, Bulbasaur ist confused. Okay. Genug FFGs ist geguckt. Müssen gleich noch Albumsheet angucken, aber irgendeine Pause kommt bestimmt noch. Von daher, ja, haben wir tatsächlich wieder Duelands mit. Duelands auf der Safe Lane. Loland, EGM, Piker in Mitte, Pack. Aki ist erstmal ja, am Ausguck mit dem Scareth Mage und dort Offlane Nick war Faceless Void. Albumsheet. Wollen, glaube ich, die Top-Runde haben. Big Num, die ist mit dem Wisp.
Tiny Mantis als Carry, ja, Afterlife als zweiter Support für den Lion, Inquisitor auf dem Brewmaster, der, weiß ich nicht, Safe Lane geht. Ein Tiny bis Mitte, könnte sein, wahrscheinlich. Und Vorpain Solo Offlane Juggernaut, der vielleicht Support bekommt, vielleicht aber auch nicht. Das Problem ist halt nur, dass sie vielleicht off... Sie lassen halt den Void relativ viel Space. Das könnte noch ein Problem sein. Auch hier wieder. Ha, er wird jetzt gucken. Ja, erzähl das mal. Die Bounty an Nio hat jetzt 734 Gold. Ja, und... Easy Bottle. Easy Bottle. So, Avigis, Facepalm. In Twitch-Chat-Notation. Beziehungsweise in... In Dota-Notation. Facepalm of Doom, okay. Und ja, ein... Trinkender Panda. Ist tatsächlich eine normale Tri-Lane mit Tiny Wisp. Lion. So, so. Ja, ja. Und, also die Tri-Lane mit Tiny Wisp und Lion. Tiny Wisp ist halt ein Hero, deshalb meine ich halt. Ja, und gehen jetzt halt gucken. So, unten hat der Afterlife geguckt. Geht jetzt oben gucken und Nico muss jumpen. Hallo. Oh, Surround! Nein. Hat mit Hole auch einigen Damage. Den Afterlife da einsperren können. Ja, muss doch hüpfen. Hatte gehofft, das zu vermeiden, aber nicht drin. Tja, Top-Lane wird dann für Nikwa doch relativ ekelhaft werden. Halt Backtrack Level 2 und nicht Timelock Level 2. Wird da wohl erstmal keinen Hit setzen. In der Mitte Pike halt gegen Brewmaster, das klassische Lineup. Auf der Top-Lane, auf der Bottom-Lane halt doch Juggernaut vielleicht ein kleines Problem. Also, er ist nicht ganz so healthy, wie er doch gerne wäre. Healing Ward direkt benutzt. Schön Level 2 geworden. Ja, in Mitte stirbt jetzt der Inquisitor. First Blood mit Pikehead. Sehr, sehr nice. Ake kam dahin. Dual Lane Mitte. Ake mit Pikehead. Also Ake hat die Mitte bis jetzt noch nicht verlassen. Ah, oh, ist ja auch ganz gut, um den Brewmaster low zu halten. Außerdem braucht er nicht in der Mitte, also braucht er nicht auf der Bottom Lane zu sein. Wird aber jetzt trotzdem die Rune leider verlieren. EGM ist da, sieht zumindest, was Vovapain hier für eine Rune bekommt. Haste-Rune. Ist natürlich für Juggernaut ziemlich cool, aber in der Phase gerade nicht so. Zick. 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 Hat tatsächlich den Stream gemisst. Na gut. Und Aki und Pikachu spielen die alten Bottle Drop und rein TPs. Spaß. Die alten Skills hier. Ja, mit Pikachu, der dann einen eigenen Personal Bottle Crawler hat, der ihm die Bottle zurückbringt. Das ist natürlich auch ganz cool. Und EGM battelt sich immer noch mit dem Juggernaut. Lässt ihn einfach nicht vorbei. Einfach solo. Batz, batz, batz. Und Vovapain kriegt ja eigentlich sein Damage. Ein Leben nur. Das bei einer Venge. Das ist Lona ganz gut Space. Trotzdem Lona weniger Farm hier als Tiny. Ja. Aber es liegt auch daran, dass am Anfang die Lane ein bisschen reingepusht war. Und Lona halt doch schon direkt bei denen am Tor stand. Ja, gut. Wo Vovapain halt doch noch was machen konnte. Ja, jetzt ist es halt anders. Muss halt eigentlich nur noch seine Healing Ward summonen. Und dann halt weitermachen. Oh, stellt die Healing Ward hier schön in die Wurz rein. Auch ganz gut gemacht. Ja, die Mitte ist aber jetzt Lion wieder. Afterlife rotiert hier in die Mitte. Weil Inquisitor hat doch ein paar Probleme gegen diesen ganzen Spam von der Acke, der hier rauskommt. Und vielleicht mit Lion hier auf der Lane könnten sie was tun. Aber rotieren beide, um auf jeden Fall die Bottom-Rune zu securen. Pikehead wird geslowed. Ake hat doch da Probleme. Wird die Rune nicht bekommen und geht hier down. 2 zu 1. Ja. Aber, naja, Pike hat den Kill bekommen, von daher 1 zu 1. Jeder killt seinen Babysitter. Okay. EGM holt sich nicht die Double-Damage-Rune, denn Pikehead kommt vorbei. Und vielleicht mit der Double-Damage-Rune kann er ein bisschen mehr auf der Lane machen.
Aber ja. Man hat einen 3-2-Fight, kam 1-1 raus. Ist wahrscheinlich ganz gut für Alliance. Bisschen doof für Albumsheet, dass sie da. Gut, den Pack hätten sie nicht bekommen können. Mit Amstern. Trotzdem schon Early Pressure hier. Robopane. Versucht irgendwie Akku runterzuziehen, aber nicht so komplett erfolgreich. Aber nur ein Creep und das Cutter und die Hälfte an Damage runtergeholt. Nett. Ja, tja, wir laufen halt die Offlands. Nee, ja. Ja, das ist halt das Problem des Lycans, ja. Die Macht des Lycans. Macht des Lycans. Mit der Macht des Lycans werde ich dich bestrafen. Oh, ich wollte gerade Offlands vergleichen. Vovopain 8 Last Hits gegen Void 6 Last Hits, aber vom Level her haben wir Vovopain auf Level 4 und okay, Void auf Level 4. Nevermind. Wurde halt sehr lange am Anfang von der Venge rausgehalten. Jetzt machen sie damit den Go auf Inquisitor und er lebt noch mit wenig Leben, bottelt sich hier hoch und kommt mit 12 Leben weg. Und Pikard ist nicht so lucky und geht hier down mit einiges an Balls. 12 Leben, sehr knapp für sie. Kann Aki auch nur noch Balls hinterher, Arcane Balls hinterher schicken. Tja, bitter für sie. Packt würde der Bolt bis nur ein bisschen schneller traveln, wäre es ein Easy Kill gewesen, aber. Ja, da wäre er. Naja, wäre er nicht. Ja, bis da. Ja, eventuell hat Line ein kleines Problem jetzt hier. Also mit eventuell meine ich ja, Line hat ein kleines Problem hier. Und geht hier down. Okay, kommt klar. Der Toplane. Tiny Solo gegen Faces Void ist auch eine. Weiß ich nicht. Kann Void immerhin seine Levels bekommen, ist jetzt Level 5 und Tiny Level 6. Naja, 3 zu 2. Acke, der Bottlebote, hat jetzt die Bottle bekommen von Pikett. Einmal ein Rack einsammeln. Achso, nicht mehr die Lane verlassen, ja, das ist halt wirklich so ein. Du bist mein Bote. Das ist aber auch ziemlich cool halt, du hast einen Support, der hat Movement Speed, was andere Leute auf mit Boots erst haben, ne? Und dann kannst du halt auch mal Bottle Crown fahren. Und jetzt halt sogar die Boots und ist noch schneller mit. Und ja, auf der Top-Lane ist Nick weiter umgegangen. Lion war da und dann war Mantis da. Ja. Und Juggernaut ist jetzt komplett im Wald, okay. Ist hier offline aufgegangen. Ist halt immer noch Level 4 dort. Hat halt nicht, ist nicht mehr an EGM vorbeigekommen. Von daher. Wir werden wahrscheinlich jetzt Alliance den Tower wegpushen. Hat nicht mehr so viel Leben. Kata ist auch dabei. Vielleicht werden bald mal sogar die ersten Würfe gesammelt. Aber es sieht. Ja, jetzt. Oh, ist das Spiel für das Down. Gleich Level 6, bin ich mal gespannt. Dann geht die Action los. Ja, da ist das Relocate da. Mal schauen, ob sie Bottom deffen. Ah, nope. Tower geht down. Aber wenn sie weiterkommen, ist zumindest Afterlife schon da. Um Mana zu bekommen. Und ja, sie wollen weiter. Relocate sind online. Und jetzt Overextended Alliance. Relocate kommt hier rein. EGM ist tot. So einfach. Who would have thought that? Ah, Tiny auch. Hand of Midas gebaut als First Item. Man nicht oder so nicht. Oft. Ja, sie wollen es auf jeden Fall late treiben. Mit Tiny Wisp und Juggernaut und Brewmaster. Das wird auf jeden Fall sein, ja. Machen wir late. 8 Minuten, erste Grafen. Vorne für Alliance tatsächlich, nach diesem Kill, immer noch. Weil der Tower halt 1000 Gold wert ist. Und das haben sie jetzt bekommen, minus den Abzügen von den 1000, die sie ja verloren haben. 300 Gold. Aber ja, es ist halt nichts. Die Grafen sind halt sehr, sehr nichtssagend. Und sehr, sehr gering doch hier. Und auch XP ist ähnlich. Ja, Kills sind auch ähnlich, da gibt sich alles noch nicht sehr viel. Ja. Was eventuell, mal schauen, ob das hier eigentlich ein Vorteil für Albumsheet wieder ist. Einfach weil sie das Late-Gamerige Lineup haben. Und ja. Halt einfach so das haben.
Smoke von den Supports von Alliance. Ab in die Mitte. Mal schauen, ob sie uns was bekommen. Brewmaster muss halt schon out of position sein. Hat halt einen Split, aber sie haben einen Stun und einen Silence. Und mehrere Silence, weil Puck sogar einen Silence hochgeskillt hat. 3 Sekunden Silence gegen Brewmaster ist nicht auch ganz gut. Easy Courier Snipe. Wood. Oh nein, bitte. Ja, ist genau über gesmoked IGM-Acke geflogen. Ja, ja, ich habe so gedacht, so, oh, das ist ein Kurier. Wait, warum ist es ein Dire-Kurier? Aber ja, worth it, ne? Was war da für Tiny drin? Das war auf dem Weg zur, Dingens, oder? Auf dem Weg zur Drums. Oder war das schon Yasha? Ups, Brewmaster Mitte ist doch was passiert. Na gut, okay, nicht sicher. Ups, ja, Pikehart ist da gefingert worden. Wupain hat den Omnislash, aber kriegen wir nicht mehr dran. 1:1, der Straight. Im Prinzip kriegen halt wieder Album Sheet mehr raus, weil Puck gefarmter war. Tja, läuft nicht so gut für Alliance, wie sie dachten. Ja, aber ich glaube, insgesamt war es trotzdem für Pikehart gut. Na gut, er hat halt die Erfahrung bekommen und den Gold. Und je länger der Panda halt den Dagger nicht bekommt, umso besser. Andererseits, je länger sie kann nicht, also ist halt die einzige Initiation, die Alliance hier haben. Der Puck. Und der braucht halt auch seinen Dagger. Ja, oh, hat seinen Dagger. Den Void. Oh, wir haben den Dagger schon auf Puck. Und sie haben den Void, nicht zu unterschätzen. Der kann ja auch reinspringen. Wo ist eigentlich der Dagger von Brewmaster? Brewmaster 2000 Networth. Puck, ja, 5000 genau. Networth. Holy shit. Ich habe zu lange die Networth-Grafen aufgehabt. Ja. Das ist doch meine gewonnene Midlane. Aber gut, ist ja eine Duel-Lane, ne? Aki hat dann einen nicht geringen Teil zu beigetragen. Ja, zu Recht. Also die Duel-Midlane hat sich für Alliance mega gelohnt. Ja, und die Solo-Lane, Safe-Lane war halt auch super. Nikva kriegt jetzt hier sogar Space, um seine Mom zu farmen. Die hat er jetzt. Und Lycan holt dann einfach nochmal den Kill auf dem Brewmaster. Ich glaube, wir sind gerade sehr gut im Kills verpassen. Ja, seriously, wir sind zu zweit und verpassen noch alles. Das ist ja schlimmer als Tobi war in Early Years mit First Blood. Shots fired. Ich hoffe, er hört mich nicht. Ja, es sind 2 Caster-Slots entfernt. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Ich erzähle zu viel und vielleicht passe ich nicht zu viel auf. Vielleicht brauche ich mehr Fokus. Ja, ich versuche es einfach mal, keinen Kill zu verpassen. Wenn man sich drauf konzentriert, mal gucken, wie lange man sich auch drauf konzentrieren kann. Das ist nämlich auch so die Sache. Ja, aber ist nichts. Auch sehr interessant ist, dass die beiden Offlaner ungefähr gleich im Farm auf sind. Ja, sehr gleich. Wie sieht es mit Networth aus? Oh Gott, ja, auch gleich. Quasi gleiche Items. Ja, aber dafür musste halt Novapain in den Jungle gehen. Und Nikva konnte prinzipiell da bleiben. Er hat jetzt auch ein bisschen Safe Lane bekommen, aber gut. Und stirbt top der Tower. Nope. Schöne Fortification gegen den Toss-Kill. Aber jetzt liegt es am Mantis Overextend und EGM wartet drauf. So. Oh, okay, aber kriegt trotzdem einen Kill. Bruno, ja. Better safe than sorry, siehst du dann. Schön, Big Gnome hat schon. Wollte ihn rausholen, aber der Damage war einfach zu viel. Und jetzt kriegen sie sogar noch einen Whisper raus. Wobei, entdeckt. Nee, oben sind die Creeps. Oben sind die Creeps. Ah, First Hit Bash, easy. Ah, Silence. Ja, Silence. Auch gut. Wollte schon sagen. Wichtige Kills für Alliance. Besonders der Tiny war halt auch einiges wert. 7800 Networth, 1000 Networth über Loader. Und trotzdem Midas. Was sich halt jetzt schon auszahlt. Ist krass. Loader mit Book 1 erst. Hat er noch keinen Roshan gesniped. Ist halt auch so ein Ding. Und Album Sheet hat jetzt einen Triple Stack an Ancients. Alliance haben keine Ancient Stacks. Haben halt ihre Stacks schon wieder weggefarmt, die beiden. Und das bleibt es wohl. Brauchen ein bisschen mehr Momentum, Alliance. Mit dem Lycan hier. Ja, ich glaube, sie versuchen gerade noch ein bisschen Space für den Void zu machen. Ja, ich weiß nicht, was er noch braucht. Also, ja, Portraits, aber ansonsten hat er eigentlich. Können sie fighten mit dem?
Ja, ich glaube, sie wollen momentan eher nur snipen mit ihm, nicht teamfighten. Ich gehe schon davon aus, dass sie wirklich Void Core spielen wollen. Ja, klar. Irgendwann. Irgendwann. Ja, so wie es aussieht, eher bald, weil sie farmen ja nur den Void. Eigentlich. Lycan läuft halt im Wald rum. Hm. Ja, ist halt auch okay. Ich meine, das Team Net Worth zeigt es halt, es ist auf jeden Fall im Net Worth, kriegen sie mehr raus davon. Aber ich weiß es halt nicht. Lycan muss halt auch irgendwie schon was machen. Klar, es ist auch doch ein recht guter Late Game Hero. Zumindest bis 50, 60 Minuten. Aber das Beste ist doch, wenn man. Oh nein, nächsten Kurier. Und es ist ziemlich viel teurer. Drin. Aber er geht zurück. Aber sie haben es vorher entdeckt. Nee, er ging weiter, um den Tiny seinen Arganums noch zu bringen. Ja, aber. Ja, da geht der Juggernaut. Geht down auf der Bottomlane, ist aber Tiny Wisp hier. Okay, geht hier down, hat nochmal ein bisschen was werfen können, aber auch EGM sieht nicht ganz so healthy aus. Afterlife hat hier so einen Pack. Oh, und den wird er fingern können. Oh, und Pikat. EGM. Link. Macht er den TP der EGM? Ja. Holy crap, beide weg. Ja. Holy crap. Und noch den Tower Loader, easy. Ja, hat den Space bekommen. Das ist halt genau die Aktion, auf die ich gewartet hatte. Der hat jetzt wirklich Space bekommen und gut, jetzt in Roshan kann er nicht reingehen, aber es war doch super von Pikat gespielt, dass er halt irgendwie da runterblinkt und dann einfach so, ich warte auf meinen Blinkdagger und ich warte auf die Animation vom Lion, bis ich halt wegblinke. Ist halt so, oh Mann. Aber Lion hat auch bald seinen Blinkdagger, das heißt. Ja, das ist auch immer krass. Von Album Sheets also. Kann dann auch endlich mal ein bisschen mehr Action erwartet werden. Ja, okay. Treibt den Inquisitor zurück. Direkt der Silence und direkt hier. Nein. Meine Rune. Oh, jetzt wird der. Ja, jetzt wird das Deck gefarmt. Triple Stack gefarmt, ne, Quad Stack gelöst. Easy Gold. Ja, auch wieder 2000 Gold, ne? Oh. Nicht 1600 wie eben im letzten Game, wo ich mitgezählt hatte, aber jetzt war es ein bisschen zu spät. Ja, sie geben Nikva Space, das ist gut. Was kommt da jetzt? Maestrium schon fertig? Okay. Ist auf dem Weg dahin. Trotzdem. Weiß ich nicht, ja. Haben jetzt halt gute Aktionen gemacht. Das war wichtig. Wir müssen halt auch weiterhin die machen. Brewmaster hat jetzt einen Blinkdagger. Von daher wird jetzt Album Sheet wesentlich aktiver. Und das ist halt die Frage, wie Alliance damit umgehen wird. Ja, und nicht nur Brewmaster hat den Dagger. Auch Lion hat jetzt genau seinen Dagger fertig gebaut. Das heißt, jetzt sind sie wirklich mobil. Tiny hat sich jetzt den Hyperstone geholt. Also. Naja, Arganist ist auch schon länger fertig. Das ist jetzt so eine Sache. Und auf der Bottom Lane wird jetzt wieder Go gemacht. Nikva. Und schöner Swap und. Oh, Chrono auf 3. Das ist groß und direkt erstmal Wisp down. Das Problem ist jetzt, Tiny macht doch einen guten Damage raus. Ja. Naja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so gut war. Aber hier, ja, genau. Da kommt Lycan rein. Und ja, jetzt ist einfach Brewmaster. Kriegen sie vielleicht noch ein paar Dinge raus. Nein, kriegen sie nicht. Wollen nicht overextenden. Worauf immer. Oh, Pikat wartet darauf. Schöne mit Dagen. Suddenly Killing Spree für Pikat und 4:1. Wow. Ja. Wieder zu spät. Wow. Und Roshan. Wow. Ja, easy. Easy, natürlich, klar. Easy Swap raus, Chrono auf 3 und easy Kills. Ja, ne, also es war auch optimal. Diesmal hat man gesehen, Pack hat richtig was gebracht, kam direkt rein, der Silence kam richtig. Ja. Aber doch, hier MVP natürlich ganz klar. EGM mit dem Swap. Ja. Hat es erst dann ermöglicht. Und ja, es war halt ein Go auf Void alleine. Ich bin nicht sicher, ob Albuschid hier die Venge gesehen hat. Glaube ich nicht. Und dann kam er direkt der Swap raus und dann war es vorbei. Ja. Tja. AC auf dem Weg für Tiny, aber das dauert noch ein bisschen. Was haben wir an Items? Also erstmal Grafen gucken. Alliance ist weiter vorne, wer hätte es gedacht? Nach dem Kill.
Angrafen, was haben wir? Lycan hat das Book 3, Skyrath Mage hat nichts, Puck hat, fängt an mit Dagon. Vanish hat das Medaillen, sonst nichts, braucht er nicht mehr. Void hat Maelstrom fertig und Power Treads nun endlich. Nach dem Maelstrom erst die Power Treads, okay. Juggernaut ist bei der Mom und hat wie viel Gold? Ja, einiges, um halt auf dem Weg für Dinge zu sein. Pikehead unterwegs, wie schon gesagt, ich achte darauf, dass ich keine Kids mehr verpasse. Ich weiß, was anderem tun. Tiny auf dem Weg zum AC. Wisp hat die Urne und baut Mecha, dass er ja bald hat. Bald TM, Lion Blink, Brewmaster Blink. Okay. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Album Sheet, wenn sie nicht gerade alle in der Krone gefangen sind, doch wesentlich mobiler sind und Tiny immer fetter wird. Noch, ich weiß nicht, Juggernaut, was. Sage's Mask, was ist das? Was wird das? Dinge werden. Einfach nur Mana Rack, gehe ich von aus. Also, er will da nichts Spezielles ausbauen. Casual. Okay. Wow. Er hat halt die ganze Zeit im Wald gefarmt und damit er halt die ganze Zeit die Healing Ward machen kann. Ah, okay. Ja, sieht so aus, ja schon. Das ist ein relativ günstiges Item für Mana Rack. Ja, wenn es genau reicht. Interessant. ja. Inquisitor war halt da Invis. Hier. Ja. Und Lycan ist halt zu ihm hingelaufen und hat Howl gemacht. Und es sah halt wie eine Attack Animation aus. Und er so, scheiße, er sieht mich, blink weg. Nur so, hä? Und dann musste ich gedacht so, hä? Okay. Der blink halt weg, keine Ahnung. War halt irgendwie Invis-Rune halt noch zur Hälfte voll. So, Panic Mode activated, ich muss hier raus. Kann ich verstehen. Ja, aber halt auch cool, dass, klar, wir spielen auf Luxemburg, das ist okay, aber halt, dass du halt trotzdem in Attack Animations wegblinken kannst, ist halt schön zu sehen, dass halt die Leute wirklich aufpassen, wirklich halt dabei sind, dass sie Reaktionszeiten haben allein schon. Nicht mehr Reaktionszeiten, um oben zu gucken, wann die Dinger runtergehen. So, erstes Craggy und Nikwa. Tja, leider eine leere Chrono. Ja. Haben halt den. Das halt nicht gehört. Haben halt nicht den Relocate gehört und. Schön gerettet. Haben halt. Ja, gut. Hätten sie die Chrono gemacht. Nur auf Tiny Void. Tiny Wisp, dann hätten sie wahrscheinlich das ähnliche gemacht. Käme halt auch Tiny Wisp Relocate raus, von daher. Haben sie wahrscheinlich genau das bekommen, was sie hätten bekommen sollen. Wenn es gut lief. Ja, den Wisp ist halt wie Venge. Kriegst halt nur den Support. Support brauchst tot. Ja. Jetzt tauschen sie Tower für Tower. Ja, aber Lions sieht doch da eher beim besseren Trade aus. Sieht ja aus. Viele Leben noch. Gut, bei Tiny ist viele Leben halt so relativ, aber es ist halt auch ein Lycan. Und da ist viele Leben. Wow, ist da viele Leben, die. Ja, hier können sogar noch schon Defen kommen, aber nein. Nope. Der mit AC schneller schon. Den Tower gepusht haben. Das ist aber auch sehr interessant, dass du halt mal einen Tiny siehst, der AC und Agnes fertig hast und noch auf T1 Tower prügeln kann. Meistens sind die nach der Zeit halt sowieso schon vorbei. Ja. Auch sehr interessant, der Creep, der sich hier oben gefangen hat. Im Wald. Was? der Wild Vision Creep. Ja, how did that happen? Achso, ne, Tiny, Wisp hat hier oben halt den ganzen Wald weggenommen gehabt mit dem Tether. Und dann ist er wahrscheinlich genau da reingegangen. Weil, ist genau nachgewachsen. Ja, Bäume spawnen halt nicht um Heroes rum im 500er Radius, aber um Creeps halt anscheinend schon. So, T2 und T1 für T2 und T2 der Trade. T1, T2 und T2. T1, T2, ja stimmt. Okay, also ein T2 mehr für Alliance. Aber Album Sheet hat halt auch einfach nur Gold, die sie dem Tiny geben müssen, von daher. Sind die wahrscheinlich auch ganz zufrieden damit. 5 Minuten 41 Respawn-Time, 2, 3, ja, ist mittelmäßiger Respawn-Timer. Wobei 1, 2, 3, 4, 5, okay, ist ein fast maximaler Respawn-Timer. Album Sheet sind gesmoked auf der Top-Lane. Oder Lion ist gesmoked auf der Top-Lane. Regen-Rune Top. Ja. Das ist die ich warde mal. Ich warde mal, ja. Und versuche das einigermaßen ohne Lycan-Wölfe zu finden, zu machen. Und ja, jetzt wird er im Hin von einem. Ne, Lycan-Wolf geht weiter nach oben. Okay. Nach Tiny.
Es wäre sehr interessant, wenn jetzt irgendwie der Wolf halt so hochgeht, hinter Tiny herläuft und dann wird er so tot gekleeft. Das passiert Wölfen, glaube ich, öfter so. Und du haust halt irgendwo zu und dann irgendwo fällt ein Wolf um. Das ist halt wie ein Roshan, wo das halt durchaus auch passieren kann. Aber ich weiß nicht, ob sie hier Alliance halt einfach so uncontested den letzten T2 Tower geben wollen. Weil sie sind halt nicht in der Position zu traden. Also Relocate ist halt online, aber Lion sollte langsam TP'en und auch Juggernauts müsste mal was tun. Eine TP tatsächlich, okay. Clean ist hier ab und ja. Alliance will davon nichts wissen. Komm da, Wards kommen da. Ja, das Problem ist vielleicht aber auch, dass Alliance im Networth doch schon... Das Problem ist halt nur Tinys oben, wenn sie ja Tiny kontrollen können. Mit einer Chrono beispielsweise, dann ist das die einzige Möglichkeit, halt Tiny aus dem Fight zu removen mit Wisp. Und dann ist es halt irgendwie 3 zu 5. Das ist halt so das Problem. Ja. Mit der Chrono. Ich bin auch der Meinung, dass definitiv Alliance das bessere Teamfight-Line-Up hat. Die Frage ist, wie lange? Weil Tiny Wisp und Juggernaut. Brewmaster nimmt halt auch ein bisschen was ab, das stimmt schon, aber dann wird Tiny halt mehr. Schon oder wird weiter auf der Bottomlane bleiben. Hat jetzt auch sein AC fertig. Aber da kommt der nächste Relocate gegen und diesmal ist die Venge nicht da. Oh, TP, genau am rechten Zeitpunkt. Puh. Und Smoke von Alliance. So, und der Ward, der das hier erkennen sollte, sieht das nicht. Mal schauen, was sie damit bekommen. Und ob es, wie Album Sheet darauf reagiert. Die Scout-Wölfe. Ja, ja. Wissen halt genau, wo sie hinlaufen müssen. Aber müssen halt lange laufen. Und jetzt siehst du halt auch schon oben auf der Top-Lane, Tiny Wisp. Mhm. Ja, sehen, okay, es wird gesmoked. Also. Verstecken wir uns mal irgendwo und bereiten uns halt einfach darauf vor. Zu viel, okay. Natürlich ganz ungünstig die Ward genau zur Sentry gesetzt. Bedümm. Und ja. Kriegen hier meinen Vovo Pain, kriegen ihn auch down. Sollte down gehen. Zack, das Necro kriegt den letzten Hit. Konnten sie ja nichts machen, ja. Und jetzt holen sie auf den T2 Tower. Aber Buyback ist nicht vorhanden. Der T2 Tower wird damit down sein. Können halt gucken, dass die T1 noch ein bisschen Damage drauf machen in der Mitte. Und ich glaube, Alliance wird aber auch nicht stoppen. Ja, einfach hoch. TP abgebrochen. Oh. Inquisitor hat seinen TP abgebrochen. Dass er zum Deffen gebraucht hätte. Das ist keine so gute Idee. Es ist der Tower weg. Ja, machen sie jetzt hier ein bisschen Damage auf die Range-Tracks. Inquisitor wird von hinten natürlich gesehen, von dem Ward. Diesen Kurier, der vielleicht nicht da rein sollte, ja. Weil die Range-Rex wird doch schon gut angekratzt hier. Scouting-Kurier. Easy. Ja, stimmt, genau. Wir jetzt ja froh schon einfach warten. Weil sie sehen halt Inquisitor. Ja, oder sehen ihn halt nicht so direkt. Die Range ist nicht so groß. Ja, gut. Alliance kriegen halt einfach, haben halt einfach die bessere strategische Bewegung hier gerade. Das Movement ist doch um einiges effizienter. Und, naja, Eis wurden halt gerade einfach outmanövriert. Denke ich. Das ist halt auch genau das. Alliance wird sich nach Möglichkeit immer den Raum suchen, um zu split pushen und es auch ausnutzen. So, Inquisitor, mal schauen. Bin grad schon die wieder beiden sind, die wir finden. Schöner Split hier. Oh, und genau zur richtigen Zeit für die Chrono. Wahrscheinlich. Mal schauen, ob sie hier die Chrono machen wollen. Nein, Chrono auf der Hintersachen, um eine Line zu bekommen. Und jetzt hier kommt schön der... Ups, dieser Swap. Oh nein, Inquisitor hat im letzten Moment noch hier den Festesbeutel hochgewirbelt. Und genau, den Omnislech abgebrochen. Das ist ein Problem, aber Nekfa... Oh, Nekfa, Backtrack, alles, was er bringt, aber nicht genug. Loda versucht hier Vovo Pain noch down zu bekommen, sollte es auch schaffen. Healing Ward nicht genug, schön obendrauf gespawnt.
Aber Aki hat das auch. Oh, die Wölfe, schöne Blocks. Aber natürlich ist Inquisitor mit dem Blinkdagger ein bisschen stärker damit. Und Show Teamfight ein bisschen zu spät. Naja. 2 zu 2. Das sind ein paar mehr Trades, wie ihr hier mit Lion und Venge und Gedöns so sieht. Aber naja. Machen hier Roshan. Die Frage ist, Lion dauert noch ein bisschen. Kann Piker das snipen? Und wenn ja, will er vorhin den Game dafür ablegen. Und Piker snipt das nicht. Na gut. Bisschen greedy. Gut für Album steht auf jeden Fall. Das ist jetzt das Lustige ist 18-10, ne? Das stand es halt im letzten Game genau zu dieser Zeit auch. Nur andersrum. Ja. Also 18-10 stand es auch, aber die Teams waren reversed. Sind wir mal gespannt, ob Alliance es diesmal durchziehen kann und das Spiel auch gewinnen kann, anstatt irgendwie so eine halb angebissene Rex irgendwo stehen zu lassen. Ja, die Wölfe müssen dann nächstes Mal wieder hoch, ne? Wenn jetzt den einen Rex pusht, der nächste wird schwieriger. Und wahrscheinlich auch wieder wichtiger mit dem Liken. Es ist halt, entweder kriegst halt alle Rex oder gar keine. Manches ist alleine, wird hier ein bisschen Damage bekommen und Relocate ist nicht nötig. Primary Split wird tatsächlich benutzt hier. EGM, ja, Hardheit EGM. Das Schicksal einer Wedge für Spirit. Oh, willst du da alleine sein? Willst du da alleine sein? Mecha noch gerade so und Brewmaster ist da mit dem schönen Swap. Aber, die Wölfe und Pikehead ist auch da. Und Pikehead geht tatsächlich mit. Ungünstige Chrono. Ja, die Chrono ist ungünstig. Bam. Und das backtrackt er nicht. Gem auf dem Deck. 2 zu 3 der Trade. Und sehr viele Cores hier von Alliance down. Bittere Sache. Einiges auch an Networth für Album Sheet und jetzt kriegen sie auch einen Tower dadurch. Lief nicht so. Ja. Und Tanya hat auch immer noch das Aegis. Ja, ich weiß nicht, wie sie da durchkommen sollten. Sonst, wenn sie halt auch gehauen, wird halt auch einfach Buyback von Wisp kommen und sowas. Ah, ich glaube, den Fight hätte Alliance gewonnen, wenn Loda halt nicht in der Krone gewesen wäre. Das hätte auch sein können, ja. War halt genau doof, dass Tiny draußen steht und Loda ganz genau am Rand. Ja, wenn das umgedreht wäre, wäre das definitiv auf jeden Fall Sieges gewesen. Aber, ja. Tja, trotzdem, die drei Cores von Alliance haben halt schon im Networth einiges vor den Cores von Album Sheet. Ist teilweise, das Problem ist halt nur der Tiny, der halt auch sehr weit vorne drauf liegt. Ja. Und mit der Aegis wird sich das auch in der nächsten Zeit wohl erstmal nicht ändern. Der Gem auf Brewmaster ist halt auch nicht so toll, dass wir den Gem abgegeben haben. Aber mit den so vielen Invis-Runen auf Inquisitor ist es vielleicht auch bei der Gem keine so schlechte Investition. Ja, sie wollen das aber wissen hier. Aggressives Movement von Album Sheet und Pikard hat jetzt auch gesehen, dass da ein bisschen mehr sind. Ja, und Tiny Wisp Relocate ist ja easy. Ja, die Illusions sind ja doch immer da. Immer da, um was zu tun. Ah, sind die Würfe nach oben? Ne, die Würfe knabbern nur die Creep Wave an. Jetzt auf der Bottomlane, Tiny Wisp alleine, kann jetzt eine Chrono ziehen, aber Wisp ist natürlich da, deshalb wäre das halt ein bisschen unnötig. Jetzt muss allerdings aufgepasst werden, nein. Manti ist, oh, schöne Chrono, jetzt muss er die Relocate, na gut. Haben halt ja noch eine Aegis. Oh, und die stehen recht klatsch zusammen, da könnte Tiny durchaus reinbratzen. EGM ist low, kriegen sie Wisp down, sie kriegen Wisp down, EGM geht jetzt hier down, Inquisitor. Hat allerdings auch das. Kann den Split rausbekommen. Gerade so. Von damit 1-2 erstmal nochmal ganz gut, aber Omnislash hier auf Loda. Aber er kann den Job nicht zu Ende führen. Anis Aki hat so ein kleineres böses Schicksal hier. Batz.
Auch noch da und der nächste. Schon wieder auf Pack, aber da sollte man eigentlich rauskommen. Ja, blink. Ja, 15 Sekunden noch für Chrono. Jumpt hier tatsächlich hoch. Will unbedingt Brewmaster finden. Ja, Mantis muss allerdings jetzt aufpassen. Wenn nämlich jetzt ein paar böse Timelocks kommen oder ein paar böse Craggies, Nico hat aber auch Ultra-Pech hier. Oh, und jetzt muss Loda aufpassen. Oh, ah, und Loda hat ein Problem. Oh. Ja. Ja, Tiny, Wisp, Relocate, Buyback kommt hier rein, aber es hilft halt nichts. Also es hilft halt nichts für Lions. Wisp kommt halt auch rein, Wisp steht jetzt mit Dieback. Okay, aber Loda hat auch Buyback. Pikehead muss halt jetzt aufpassen. Hat er bald den Hex wieder? Bald den Hex wieder. Aber bis dahin ist Tiny schon tot. Und jetzt ist Lion tot, okay. Hin und her. Buybacks von Alliance secure diesen Teamfight. Immerhin. Aber Alliance hat große Probleme, da irgendwie durchzukommen. Es ist hier im Prinzip ein 2-4 Trade mit Buyback. Alliance kriegen ganz gut XP daraus. Aber an Gold ist es halt auch dead even, außerdem mit dem Buyback. Wobei ich glaube, das Buyback sind die Gold, das Gold, das da abgezogen wurde. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Doch, doch, das ist schon mit reinberechnet. Okay. Ausgezeichnet, ja. Dann ist es halt im Gold eben gewesen, ein bisschen XP rausbekommen und halt auch mal wieder ein Kill auf den Tiny und weiß nicht. War halt einfach nötig. Definitiv. Pack, mal wieder auf Linkins. Dieses Game. Ich weiß nicht, hast du darauf geachtet, ob Pack im letzten Game die Linkins hatte oder nicht? Nee, leider nicht. Das hatte ich nicht mitbekommen. Ja, müssen wir nochmal nachgucken gehen. Weil, naja. In der Lobby wurde behauptet, dass es so war. Ich hatte eigentlich nachgeguckt und es war nicht so. Ja, ich kann ja nochmal schnell nachgucken. Ja, ich hab das Video on demand einfach hier. Okay. Ich glaube, ich bin schneller. Okay. Dann mach du. Okay, never mind. Wird gerade erst geschrieben, kann noch nicht angeguckt werden. Ah, jetzt wird Vovopain wahrscheinlich sterben. Auf der Top-Lane, ja, Vovopain. Kann noch gerade so raus, aber ja. Letzte Hit. Ja, Pax ist ganz, ganz cool in der Attack-Animation, weil dieses halt so ballistische Flugbahn, so dieses langsame Piu, Puff, Piu, Puff. Und mit Piu meine ich 166 Base Damage, BUM! 166. Ja. Aber gut, ja, mit Hex. Viel Intelligence, ja. Ja, auch das Dagen bringt ja auch ein bisschen was. Es ist so halbwegs wie der Even. Im Networth sowieso, im XP tatsächlich endlich wieder krass Even. Und in der Tower vorne. Der Fight vorhin war halt einfach zack. Ja. Ach, ich glaube, das war irgendwie 6.000-7.000 XP Change, das war schon. Ja, genau. Extrem. Das war der große Teil auch in XP, der da rausgegangen ist. Und wie sieht es bei Mantis mit Six-Slotted aus? Ja, so also langsam. BOTs fehlen noch. Muss halt auf BKB gehen, das ist halt, das tut ihm halt weh. Ja. Für den Six-Slot. Sonst hätte er auch noch, keine Ahnung, noch ein Daedalus, ne. Was kauft man sonst noch so als Tiny, wenn man keine BKB braucht? Weiß ich nicht. Mehr Damage. Ja, noch ein Daedalus, keine Ahnung. Ne, noch ein Daedalus war doch Kunker. Ah, ja. Wahrscheinlich extrem situationsbedingt, was man sich da holt. Ja, wahrscheinlich MKB oder so. Wenn man das braucht. In dem Game jetzt halt nicht. Noch nicht. Weiß nicht, ob Lycan da noch gehen wird. Wahrscheinlich, naja, Butterfly Lycan ist ein bisschen unnötig. Nee, der wird auf Hard oder sowas gehen. Hm. Naja, dann warten wir mal auf, dass die nächste Sache passiert. Roshan jetzt gespawnt, okay. Und schießt. Alliance weiß es, hat's gescoutet. Und Almashid wird smoken. Puff. Und Alliance wird auch smoken? Nee. Doch. Doch. Natürlich. Ja gut, sie wissen, dass Roshan da ist. Und oh Gott. Oh Gott, nein. Nein, nein, Chrono. Oh, super Chrono. Und Lion ist tot bevor dem Game. Tiny lebt noch gerade. Craggy fightet ein bisschen mit Nikva. Nikva wird jetzt halt auch sterben, weil Tiny Damage hat. Oder auch nicht. Schön, das Swap wieder raus. Aber der Fight beginnt ganz gut für Lions. Trotzdem auf der anderen Seite, Venture Spirit ist hier down. Dream Coil auf Millionen. Oder 4, 5 oder so. Und ja gut. Teamfight erstmal vorbei. Lief ganz gut für Lions tatsächlich. Muss halt kurz rausgeswappt werden, aber... Nein, ja, keine Ahnung.
Alles also ganz gut für niemanden. Eigentlich dead even. Ja, eigentlich dead even halt. Die Krone war halt super, aber... Ja. Also, knapp sehr mal super. Sehr mal Tiny noch nicht tot bekommen. Ja, das sowieso nicht. Das war der Brewmaster das Problem. Der Brewmaster war außerhalb der Aegis, auf der... Außerhalb der Krone von uns. Ja. Und dann hat es ja gesplittet und konnte die Venge töten. Nee, die Venge hat sich ja reingeswappt, ja. Um Void zu retten. Die Venge ist dadurch gestorben, dass Brewmaster halt... Splitten konnte, ja. Splitten konnte, Damage machen konnte und halt verhindern konnte, dass Tiny halt irgendwie... von allem gekillt wurde. Ja. Also halt Puck und Venge hätten sonst halt auch noch swappen und Stun und sowas können, hätten halt Follow-up-Stun in die Chrono rein und sowas. Jetzt wissen es alle Teams, dass Roshan wieder da ist. Jetzt weiß auch Alliance, dass Album Sheet weiß, dass Roshan wieder da ist und jetzt weiß Album Sheet, dass Alliance weiß, dass sie da sind und direkt genutzt haben und jetzt weiß, glaube ich, auch Album Sheet, dass sie ohne einen Buyback von Juggernaut, nope, dieses Aegis nicht bekommen werden. Und zwar mit minus 12 Armor. Auf Roshan ist es auch ziemlich schnell vorbei. Ja. Pack mit dem Cheese, Aegis auf Lycan. Mal schauen, ob jetzt der Push kommt. Genau, ob der Bottom Push erfolgreich wird, wie er verlaufen wird. Chrono ist wieder da. Wollte tatsächlich gar keinen Farm, oder? Also weiß ich nicht. Muss dann BKB gehen. Aber. Ja, Manikwa. Ja, okay, auch. Ja. Bam. Hat einen Relocate abbekommen. Ja. Ja, gut, das ist für die jetzt der ja, optimale Möglichkeit da. Ja, irgendwie halt abzuhalten. Stress zu machen. Ja, schon. Nikwa muss zurück. Alliance können halt nicht wirklich was tun. Die Würfe sind wieder da, können ein bisschen Damage machen, aber... Hilft halt nichts mit dem Game of Brewmaster, der das so schnell nicht verlieren wird. Ja. Alliance ist halt auch da, um den nächsten Relocate zu setupen, 35 Sekunden. Und in genau der Zeit ist Aki wieder da. Kann er nochmal dahin gehen, kann er nochmal sterben. Na, hat er ja eigentlich nur gedefft. Tja, wie Junge. Ja, aber ich wollte nur deffen. Nope. Ja, EGM ist da. Mal schauen, ist das ein Solo-Kill? Hex schon. Macht also. 1000 Damage auf den Finger. Ich glaube, Afterlife rechnet gerade. Und spätestens jetzt sollte er gehen. Ja, mit dem Medallion zusammen. Nee. Nein, will er nicht. Ich hätte gedacht. Ja, es sind halt 25% Magical Damage Reduction. Vielleicht mit Lionfinger, Level 3, oh, Level 2, okay, gerade so Level 2. Und reicht Damage wahrscheinlich doch nicht. Lion kommt von hinten, ja, EGM. Wurde gescoutet. Aber das Problem ist, wohin soll er gehen? Muss jetzt hier tatsächlich, oh, schön gemacht. Und rauswappen? Nee, kann es dann hinsetzen. Macht er das? Macht er das? Swap oder nicht? Swap. Ja, will er nicht. Oh, Relocate! Ah. Schön. Ja, hat zu lange dort umgewartet. Aber jetzt kommt der Re-Engage. Und dieser Relocate ist ziemlich böse, wenn sie Wisp bekommen. Und es sieht tatsächlich nicht so aus. Oh, doch gerade so Wisp bekommen. Jetzt ist Mantis in einer schlechten Position. Brewmaster kommt rein, splittet. Und Chrono, wunderschön gemacht. Pikert muss jetzt den Damage machen. Loda muss warten, bis Pikert fertig ist. Hat er jetzt Hex noch da? Haben sie. Oh, hätten ihn tatsächlich vom Splitten abgehalten. Oder haben ihn vom Splitten abgehalten. So im Game auf dem Deck. Mantis versucht hier wegzukommen, aber wird schwierig. Frage ist, wie das mit den Timeblocks aussieht. Und es sieht sehr schlecht mit den Timers aus. Oh crap. Plus Gem. Plus Cheese noch down gegangen. Und auch Loda ist nicht mehr low. Holy crap. Wie haben Album Sheet das so geturnt? Healing Ward. Nee. Die Doch, Bashes. Das ist der Healing Ward hat Tiny gerettet. Ich weiß es nicht. Also, sie hätten halt auch sich abwechseln können. Wenn Healing Ward nicht da gewesen wäre, hätte auch Juggernaut da gewesen und hätte halt geturnt. Was halt viel eher das Problem war, dass sie halt einfach keinerlei Control mehr hatten. War halt so ein, okay, Hex ist auf Cooldown, Puck ist halt irgendwie vorne drin, wird halt geblockt selber noch. Mhm. Ja, Gem wurde schon vorher eingesammelt hier. Was ist hier, ja, ich glaube, sie hätten nachdem sie Wisp getötet hatten, in der Chrono den Tiny töten sollen, anstatt auf den Brewmaster zu gehen. Na, Brewmaster vom Slit abhalten war schon wichtig, außerdem haben sie den Gem. Venture Spirit hat jetzt ein Gem, ist auch viel wert. Hat sein Game zurück. Ja, hat sein Game zurück. Was mich außerdem überrascht, ist, dass Arcane A-Blade hat. Das sorgt für einige Damage. Naja, ich glaube, das ist großteilig, um Damage zu preventen. Das kann man dafür auch benutzen, ja. Also, Tiny macht halt kein Damage mehr. Ja, wenn er halt in der Chrono ist.
Kommt halt ja, ein E-Blade auf Tiny und dann. Ja, genau, weil. Weil Tiny kann halt, während er ge-E-bladet ist, ja nicht attacken. Ja, kann aber auch nicht attackiert werden, kommt halt drauf an, ja. Aber ja, halt hauptsächlich auch die Damage. Dingens. Ja, ist 40%. Auf eine Astral Flare ist das schon einiges. Mystic Flare, so. Ja, mit dem Silence noch, Increased Damage 45%. Naja, das ist halt schon. Das sind halt schon mal 2500 Damage so ungefähr, die da rauskommen. Und 25% sind das halt 2000 Damage. Ja, ja. Ja, und Tiny hat 3000 Leben. Und dann am besten noch einen Aga nimmst, damit ganz viele davon rauskommen. Ja, zwei, drei gleichzeitig. Aber ich glaube, das ist kein Carry Mage. Von daher wird das Aga nimmst noch ein bisschen dauern. Aber ja, dann hast du auch mal mit dem E-Blade. Okay, 150 Mana ist nicht so viel. Aber ansonsten hättest du halt auch mit dem E-Blade halt einfach mal. Brauchst du mal 2000 Mana erstmal überhaupt dafür, um beide Kombos rauszuhauen. Butterfly auf Tiny. Okay, BKB weg. Schön so. Oh, und schon wieder Inquisitor gefunden mit Brewmaster diesmal. Aber Healing Ward ist da und sicher, Chrono besetzt. Healing Ward abgesetzt. Die Frage ist, ob sie jetzt turnen wollen. Nee, Juggernaut ist da. Oh, Juggernaut hat auch noch. Weg. Ach, Juggernaut hat noch den Game von EGM. Ach. Und EGM hat einen neuen Game? Okay. Hat Juggernaut den eben auch aufgepickt, okay. Ja, und Smoke von Alliance. Sieht sie danach aus. Ja, beide Teams sind Game. Und das kann hier noch ein bisschen dauern. Es kann auch ein bisschen dauern, es kann aber auch gleich im nächsten Fight zu Ende sein. Bei Backstatus war recht gut, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem kann es auch sehr schnell gehen. 10.000 Networth für Tiny. Weiter vorne. Ja, bei Alliance sieht der Buyback-Status eigentlich sehr schlecht aus. Ja. Und die Lanes auf der Bottom-Lane pusht tatsächlich. Auch schön mit Tiny hier. Aber ja, sie wollen goen. Sie wollen tatsächlich goen. Faces Void hat durch das Aghanims auch wieder die Chrono. Und dann wird jetzt hier go gemacht. Fortify ist raus. Zweimal drauf gehauen, halb tote Tower. Ja, ja. Geht das schnell. Müssen sie auch gar nicht so viel committen. Und sich hier ganz schnell zurück. Müssen halt auch Bottom deffen. Ja. TP kommt. Und dann, ja. Ist es wieder da. So viel zum entscheidenden 5 Teamfight. Der wird wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ist ja doch interessant, dass sie Line unten gesehen haben. Oder, nee, haben Line nicht unten gesehen. Sonst hätten sie vielleicht sogar ein Go gemacht. Einfach weil Line unten war. Was ich ganz verpasst habe, ist, dass die Rain Tracks down gegangen ist. Oh, ja, stimmt. Dann waren wohl irgendwelche Würfe da. Tja, Afterlife wird jetzt gefunden von Pikard und ja, easy. Easy Dagen. Ist immer nur ein Dagen Level 1, also macht ihr nicht weiter. Das ist ja auch der effizienteste Dagen, den es gibt, der Dagen Level 1. Ja, wenn das 600 wird, wird das dann vielleicht eher ein Dagen Level 5, vorher nicht. Ja. Und nächste Game. Hatten sie nicht eben noch ein Game? Man braucht mehr Games. Ach, Juggernaut hatte den Game. Ne, Juggernaut hat immer noch ein Game. Sie haben zwei Games jetzt, okay. Ja, sicher ist sicher, ne? Okay. Kann nie genug Games haben. Was? Wenn der Void jetzt gerade in ist, dann läuft wahrscheinlich dann in den Game rein. Ne, tut er noch nicht. Ja, sie wissen ja, dass sie ein Game haben. Jetzt wissen sie halt, also, jetzt wissen sie nicht, dass sie zwei Games haben, aber gut. Das Ding wird halt sein, dass sie, wenn sie jetzt eine Tiny Krone holen, wird halt einfach nur raus relocated und das ist gut. Von daher, die erste Krone wird wahrscheinlich useless sein. Die Frage ist halt, ob sie rechtzeitig vielleicht eine zweite bekommen, denn relocate hat halt den Cooldown von 75 Sekunden und die Krone nur von 60. Ja. Und Roshan kommt gleich tatsächlich. 10 Sekunden noch. Okay, wird hier warten. Oder auch nicht. Mal schauen, ob hier Würfe gleich reinkommen oder nicht. EGM schaut nach den Wards. Keine Wards da. Und, holy shit. Smoke in Smoke. Und Chrono. Oh nein, er hat's noch gedrückt. Warum hat er das gedrückt? Ah, bitte. Afterlife geht tatsächlich doch noch down wegen Bashes. Nein, geht er nicht. Ich kann sich jetzt hier sehr schnell zurückziehen. Hat jetzt kein Dings mehr, aber kann noch nicht. Kann noch nicht. Kann jetzt. Oh, ganz knapp.
Und oh, okay, backtracked, easy, aber der Hex ist noch da. Er backtrackt gerade ziemlich viel, kann das sein? Holy crap. Aber Nick war, das ist das dritte Mal, nachdem der Chrono halt, hat halt gesehen, dass sie auseinandergegangen sind, aber irgendwie hat er Lag? Ja, es sah irgendwie so aus, also er hat sie auch viel zu spät gemacht, irgendwie so. Nick war 160, ne, geht. Haben schlimmere Pings, aber gut, das liegt auch, glaube ich, am chinesischen Broadcaster. Brotkasten. Oh, in der Mitte finden sie Tiny. Schneller Stun und... Oh, aber BKB und schnell raus. Wäre kein Wisp in der Nähe gewesen. Glück dafür, dass sie da keinen Pack mit Hex dabei hatten. Ja, und sie verlieren jetzt Top. Ja, den Tower werden sie verlieren. Ah, oder nicht, wenn man es schön in einer Linie hat, um... jetzt machen. Aber, oh, da kommt der Go. Cheese ist da und Relocate nach oben anstatt für Tiny hier. Und der wird ja einfach kiten. Kurier ist down für Radiant. Ups, Pack, ja. Hat hier keine Möglichkeit hinzukommen. Ganz knapp. Kurier noch zum Sneaken, zum Scouten gekommen, aber packt Degen 5 gekauft. Ja. Ne, Degen 4. Ist halt gesixlottet prinzipiell, bis auf die BOTs. Ja, genau. Da bis auf, ja. BOTs kann man auch einen Degen kaufen. Genau. Sinnvoller. Besonders das Pack. Ja, wenn BOTs da sind, kann man ja noch einen, hat man ja noch einen freien Slot. Den TP-Slot. Genau. Kann auch einen E-Blade oder so holen. Ja, wobei ein E-Blade wahrscheinlich, nee. Keine Ahnung, entweder BKB sogar. Ja, wobei ein E-Blade wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Aber erstmal der Mid-Push kommt. Von daher, Albumschied wollen sie jetzt wissen. Und haben sie sich jetzt hier gescoutet? Nee, Chrono trifft jetzt tatsächlich mal. Und Wisp ist schon down. Das könnte was sein, aber direkt relocate zurück. Und Nikva sollte jetzt hier schnell abhauen. Und kommt hier nicht weg. Aber Swap, schön gemacht. Und jetzt kann Nikva noch wegjumpen. Sehr schön gemacht. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist disengagen. Und das wird vielleicht schwierig werden. Pikart steht hier tatsächlich noch drin. Bram Split wird benutzt, um versuchen hier rauszukommen. Aki hat das Schicksal eines Supports erachtet und jetzt sind sie auf einmal in der Base. Ja, Alliance hat natürlich noch. Hat natürlich was, aber. Große Damage sieht das aus und die Rex sind down. Holy shit. Und Loda ist genau reingelaufen und hat ein kleines Problem, nämlich. Dass er beibecken muss. Okay, Album Sheet kam, wofür sie kamen. Ist natürlich sehr, auch sehr einfach, immer reinzugehen mit Tiny. Mantis kommt hier anscheinend tatsächlich noch weg. BKB-TP, Swap ist da, aber keine Vision. Ah, oh, bitter für ihn, bitter. Und, ja, Alliance. Die Rex hier auf der Bottomlane stehen noch. Hätte eventuell die Möglichkeit gewesen, halt für ein Base Race zu gehen, aber Base Race gegen Tiny ist auch mit Lycan ein bisschen böse. Und hast du mal Tiny Stash angeschaut? Ja, ja, ich hab schon gesehen, Refresher noch drin. Kann das, kommt halt raus und macht erstmal 4 Illus oder so. Ist so, okay. Okay. So, wir kommen in den Zeitraum von BOTs. Auch auf Lycan. 43.000 Net Worth für Tiny wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel dran ändern. Inquisitor kommen sie nicht mehr ran. Haben schöne Vision drauf gehabt, aber naja. Tja, Alliance und ein Rex hinten. Der Networth Graph ist jetzt auch nicht mehr so viel aussagekräftig. Alliance war ein XP sehr weit vorne. Ist jetzt ein bisschen runterdippt. BOTs auf. Bei Alliance auf nur einem Core, auf dem Lycan. Album Sheet haben prinzipiell BOTs auf, bis auf dem Juggernaut, allen Cores. Auch Cheese für Wisp ist natürlich auch so eine Sache. Das hat auch noch ein zweites Leben für Tiny. Ja. Senna wird halt wie eben dort gefunden. Das finde ich auch mal schwierig. Und it's a trap. Ja, Alliance bereiten sich vor, die Trap zu sprungen. Da bin ich gespannt drauf, ob da Album Sheet reinfallen. Es könnte durchaus ein Kill für Tiny werden. Mal schauen, ob sie hier Geduld haben. Es sieht danach aus und... Lycan kommt hin. Lycan ist die Bait. Und. Finden. Nicht Finden, aber genug Leute. Juggernaut direkt down. Brewmaster.
wird auch gefunden, aber Loda ist schon wieder in der Krone und Mantis nicht. Aber dafür haben sie ein E-Blade. Dafür haben sie ein Blade. Und Mantis geht hier sehr schnell nicht down. Holy crap, oh, er lebt noch gerade so. Aber Buyback und BOTs auf. Wo kommt er? Triple Kill. Okay, es ist ein Relocate, um den abzuholen. Aber da ist der Panda. Und der Panda kommt jetzt. Und das Problem ist, jetzt kommt aber ein Tiny zurück. Ein Wisp und ein Panda. Und das könnte durchaus ein Problem für Alliance werden. Sieht man schon hier. Swaps verhindern das Schlimmste. Alliance ist low. Venge geht hier down. Wisp immerhin. Dafür, dass... Oh nein, der Crit noch gerade so. Nicht schnell genug das gemacht. Gem on the deck. Wisp ist immerhin ohne Buyback für Alliance tut, aber wer hat sonst noch kein Buyback? Puck hat Buyback, Venge hat kein Buyback. Chrono ist da. Schöne Chrono hier. Und da kriegen sie Juggernaut schon nicht down. Ah, der ist down, okay. Aber das Problem ist ja, Brewmaster ist down. Mantis geht hier auch noch down von Loda. Ja, und hat kein Buyback. Hat kein Buyback. Holy crap. Haben die da overextended? Das sieht so nur noch aus, oder? Das könnte Game sein. Das könnte Game sein, wenn sie schnell genug irgendwo hinkommen. Und da oben ist Game. Wo ist Lycan mit den BOTs in 5 Sekunden? Okay, mit der nächsten Creeper wird hier Lycan reinkommen. BOTs für Void sind eventuell auch online, wenn die Powerjets verkauft. Und dann sind die Beak verkauft und so. Aber anscheinend wollen sie es nicht greedy machen. Sie haben noch 90 Sekunden Zeit, aber sie könnten jetzt hier auch einfach in die Base kommen. Ich frage mich gerade wirklich, warum hier nicht TP'd wird. Okay, Loda läuft Lycan einfach hin. Läuft. Also er hat es, glaube ich, unten hin TP'd und läuft. Okay. Ich glaube, er wollte, dass die anderen dabei sind. Okay, macht's richtig. Okay, TP'd sich halt direkt rein. Ja. Ja, wie sieht es mit Buyback-Status aus? Halt Brewmaster. Okay, immerhin. Also sie wissen halt, ja doch, sie wissen ja eigentlich, dass Tiny kein Buyback hat. Erste Lane of Rex ist down. Brewmaster Buyback, Wisp Buyback. So, 3. 3 zu 4 in der Base erstmal. Und mal schauen, ob es 2 Leute zu Rex sein. Das Problem ist, wir sind so weit vorne hin, dass die Rex halt nicht mehr so das Problem sind. Ja. Hallo, da geht jetzt auch noch. Ja, in ich glaube, das wären Mega Creeps. Das wäre ein Mega-Creep. Jo, da hat ein bisschen das Problem mit seinem Micro. Sie haben sogar noch 50 Sekunden. Sie haben sogar Zeit, um T4s zu holen. Nein, nicht nur T4s. Zeit, um die ganze Base abzureißen. Na, bin ich mir nicht ganz sicher. Gehen halt hier dafür. Ja, 40 Sekunden. Versuchen das noch irgendwie aufzuhalten. Genau. Ja, hochzuwirbeln. Ich glaube irgendwie schon noch, dass sie da Möglichkeiten haben. Das Problem ist halt nur, sie müssen halt ohne Titan fighten. Okay, wenn sie ohne Titan eigentlich fighten, haben sie keine Chance. Oh, und auch noch Brewmaster geht da drin tot. Okay, das ist tatsächlich ein Game. Huh. Ein einziger Fight mal wieder. Und dieser Fight ist hauptsächlich davon gestartet, dass Alliance diese wunderschöne Trap da oben gemacht hatten. Ja. Und dann komplett Tiny überrascht die wichtigen Kills. Ja, genau. Tiny zu Buybacken gezwungen haben. Dann kamen sie zwar alle wieder, hat sie ein bisschen überrascht, sind ein paar Leute gestorben, aber halt auch nicht die wichtigen. Und dann, ja, haben Album Sheet einfach komplett overextended in die Base reingerannt und dann kam die Krone auf 3 und dann war das Game vorbei. Oh, da kam die Krone und das eBay mit... Ja, das hat auch einiges Damage gemacht. Hat einen kompletten Juggernaut gekillt. Auf einmal. Pff. Ja, insgesamt sehr spannendes Game. Oh ja. 640 Last Hits of Tiny. Farm. 850 GPM noch, obwohl er halt schon seit einiger Zeit gesixlottet war, aber hey, er war halt im Endeffekt geneinslottet oder sowas. Das Problem ist halt, er hat nur einmal Buyback gehabt. Und die Aegis war tatsächlich auf Brewmaster, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, ist die Frage, hätte sie auf Tiny mehr gebracht? Für das BKB oder so? Kann ich nicht beantworten, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dadurch halt erst, dass Tiny weg war, gestorben war und wiederkommen musste, ist Brewmaster doch jetzt gestorben, von daher eventuell schon. Sie haben halt eine Bissel Blade und eine Chrono. Das ist halt, was sie gegen Tiny haben. Von daher wäre es 2 Tinys zu haben oder 3 schon vielleicht ganz ein bisschen was besser. Aber klar, halt ohne das BKB bringt es halt auch gar nichts. Wird halt ge-bladet, dann wird er gestunt, dann wird er geschiebt. Das bringt halt auch wenig. Ja, alles in allem wunderschöner Fight, wunderschöne Serie und so wie es aussieht, wird das ein morgen um 18 Uhr Team Empire vs. Alliance Best of 5 und es wird entschieden werden, wer Join Dota Master wird. Oder welches Team die Join Dota Masters wird und gewinnen wird. Es geht um 10.000 Euro. Alliance ist sich 5.000 Euro sicher und Team Empire auch.
Nur wer die 10.000 Euro bekommt, das wird noch entschieden werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das beendet den heutigen Broadcast. Wie gesagt, morgen um 18 Uhr geht's weiter. Follow me on @SisterZone und Dota und auf allen anderen Kanälen auf SisterZone. So also Dinge wie Dailymotion, Twitch und das war's auch schon. Aber gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und auf Wiedersehen. Na, schönen Abend noch.